So, Leute. So. Ja, das wäre schön. Also heute, wie immer, fangen wir mal an mit einem All Random. Ne? Dann schalten wir natürlich wieder alles an. Auch hier die Tier 3 Arti. Wir wollen uns ja langsam dahin bewegen, dass wir mal alles clean so spielen, wie es halt eigentlich sein sollte. Vielleicht nicht mit den Cheat Modifiern. Ja. Ich habe mir auch gerade eben lustigerweise ein Video dazu angesehen. Da hat tatsächlich irgendein Kollege gesagt, also so ein Streamer-Boy, YouTuber-Boy, dass tatsächlich keine Cheat-Modifier bei der KI verwendet werden, die nicht cheatet. Das stimmt nicht. Ne? Das muss man sich immer vor Augen halten. Erstmal ist das hier alles angeschaltet. Und selbst wenn man das alles ausschaltet, cheatet die KI trotzdem. Ne? Und zwar spawnt die sich immer noch eher Units. Ich weiß nicht, wieso das so ist und ich weiß nicht, wieso man das nicht ausschalten kann, weil ich finde Spawnen und Cheaten immer unfair und das macht auch keinen Sinn. Aber ja, wir werden es spielen. So, erstmal Random Map auswählen. Oh nee, Digga. Ja, okay. Dann machen wir natürlich Random Positioning und dann machen wir vielleicht ein schönes FFA. Ja, so gegen 1,0er, das passt schon. Zum Reinkommen passt das immer. Spawn random. Seng. Können wir den vielleicht noch blau machen, sonst erkennt man ja gar keinen Unterschied bei den beiden. Seng. Okay, wir haben UEF bekommen. Das ist schon mal ganz nice, tatsächlich. Und wir spawnen hier oben. Und wir werden uns natürlich hier vorne runterarbeiten mit L-Kommandore, weil es hier auf der Seite so viel mehr Masse gibt, wie jetzt, wenn wir uns hier entlang arbeiten. Wir versuchen natürlich überall entlang zu kommen. Wir können ja auch The Line wieder machen. Die Strat finde ich eigentlich am witzigsten. Am besten hätten wir die natürlich da gestartet, aber das wird uns leider gerade nicht gegönnt. So. Du fängst ja an, mal erstmal alles abzusaugen. Ich weiß natürlich noch nicht, wo welcher Gegner chillt, ne? Deswegen müssen wir da ganz vorsichtig jetzt rangehen erstmal. Din, 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 din. So, erstmal ein bisschen Anti-Air platzieren. So, bisschen Ground Defense, mehr Scouts, Anti-Air, eine gute Ground Defense, auch immer wichtig. Die schnellen sind immer extremst wichtig, also die Bots hier, damit wir jetzt schon, falls hier irgendwas gedroppt wird, lang scoutet oder Co. wegnehmen können. Ja, und beim Rest müssen wir halt immer nachjustieren. Die können wir jetzt schon mal hier irgendwo hinstellen. Aber da ist schon was.
ist schon wieder zum Beispiel nicht so gut für uns. Das heißt, die schicken wir nach hier unten. Okay, das heißt, hier könnte wer gespawnt sein sogar. Hm, wie machen wir das? Der geht jetzt erstmal dahin. Ja, da wird safe einer sein. Das heißt, wir gehen mit dem Commander hier oben hin. Attack ping issued. Er schießt auf. Sehr gut. Also nicht, dass der Commander angegriffen wird, aber sehr gut verteidigt auf jeden Fall. Goat. Ein davon. Da hat man einmal alles dabei im Prinzip. Oh. Hä? Was ist mit meinem Commander los? Wo ich das sie clearen? So, die 10 hier bleiben auf jeden Fall hier oben. Das ist ein Secondary Drop. Zeng. Da war nämlich jetzt gerade schon ein Bomber. Den haben wir im Prinzip dadurch halt abwehren können, dass wir jetzt direkt schon Anti-Air dabei haben, ein bisschen. Gut. So sieht es jetzt erstmal aus. Okay, der wird da auch wahrscheinlich nicht durchkommen. Da ist auf jeden Fall einer. Den aber gut bearbeiten mit unserem Commander tatsächlich. Die halten was mehr aus, aber das hat mir auch geregelt bekommen. Okay, nice. So. Miela. Schnell die Upgrades durchrushen.
Ja, die sollten noch rechtzeitig fertig werden, auf jeden Fall. Nice. Richtig. Und durchkommen sollte ja auch schon mal nix. Ups. Natürlich. Die Sängen auch geupgradet. Mit denen hier können wir mal gucken, ob wir hier schon mal abschließen können. Zumachen können. Dass die nicht mehr rauskommen. Darüber fahren. Wobei ich kann man. Man kann hier drüber fahren, ja. Aber das machen die schon nicht. Das wäre ja Quatsch. So, und dann bauen wir hier schon mal schön Anti-Air hin. Und Ground Defense. Commander under attack. Command signal initiated. Gut. Warum schießt der eigentlich nicht mehr beim Gehen? Aha. Da haben wir einen schon mal easy rausgenommen gleich. Er hat einfach aufgehört. Er schießt halt nicht. Ja, das sind so kleine Movement-Sachen, die nerven leider schon sehr. Under attack.
Ja, der sollte jetzt tot sein. Gerade mit der extra Unterstützung hier. Ich weiß ja nicht, wo der Rest steht, aber das bauen wir auf jeden Fall schon mal auf. So. Ja, nice. Dann hätten wir das schon mal geregelt. Ihr könnt dann alle mal bitte hier rüberfahren, dann hier alles abchecken. Ansonsten kann man ja nur noch hier spawnen und hier wird halt auch so ein bisschen gekämpft, wie wir gerade eben gesehen haben. Heißt und dahinter noch eine Zahl. Du musst heißt und dann sagen wir mal eine Zahl wie 50 eingeben oder so. In Klammern Zahl. So. Im Prinzip. Verstehst du? Verstehen Sie? So. Aber bis jetzt habe ich dann noch nichts gespottet. Wenn hier niemand mehr ist, und es scheint auch so, dann bauen wir mal ein paar Air Units. Okay, die sind auch gleich fertig. Oh, ich habe 3 noch nicht gemacht. Ja, 30 reichen. Anscheinend total vercheckt. Oh, hier scheint niemand mehr zu sein.
Ja, wir kennen Scout mehr. Und wir Scouts. Muss alles sehen. Siehst du, da ist nämlich schon was unterwegs. Nice. Unserer ist der bessere Scout. Na gut, das Ding ist gleich durch, ne? Egal. Kann nicht schaden. So, keine Ahnung. Ist mir so viel übrig geblieben. Liegt halt alles kaum Masse tatsächlich, was hier liegt. Okay, da war schon was gebaut, alles klar. Nehmen wir mal die Hälfte hiervon. Dann die hier hin. Müssen jetzt ein bisschen hier die Gegend mal absichern. Hiervon nochmal so ein paar. Spielen wir jetzt erstmal dahin. Okay. Weil das hätten wir erst danach machen sollen. Ups. Das können wir auch noch upgraden. Aber ich weiß nicht, wir müssen halt nicht mehr so viel hier halten, wenn wir es schaffen, halt hier vorne alles zu catchen. Und wir haben auch noch gar keine R gebaut. Das kommt halt jetzt gerne als nächstes. Ich würde das am liebsten hier bauen. Also das Ding hier sollte sich schon relativ gut selber verteidigen können, auch wenn das nur Tier 1 ist. Das hier allerdings noch nicht. Und nicht, was da alles so rumgammelt. Also wie kommen die von hier erstmal auf die Idee, hier rüber zu expandieren, wenn die gegeneinander kämpfen? Also das hier ja, aber das hier ist schon krass. Das ist schon sehr nah.
Commander. Ich stopp. So, Anti-Air noch. Und ich glaube, wenn wir jetzt Theorie sind wir jetzt schon fertig mit der Verteidigung, was es angeht. Da können die nicht mehr so viel machen, die Gegner. Und wir, jetzt könnten wir da gleich schon für die wichtigen Sachen gehen. Ich bin da über den Berg drüber fahren. Alles klar, ja. Dann machen wir doch hier auch gerne eine Stellung. Okay. Ja, eigentlich würde ich gerne die Massextraktoren da jetzt aufrüsten. Okay, da gammelt auf jeden Fall einiges rum. Hier hinten auch. Nee, doch, ja, ist cool. Ah, ne, das ist die Startposition, die können gerne hier bleiben. Patrouillenposition würde ich gerne immer nur ändern. Jetzt geht es erstmal darum, den Masse-Extraktor da durchzurushen, auf jeden Fall. Das ist mal das Wichtigste. Die anderen hier hinten.